April 1945. Als die Alliierten die Konzentrationslager der Nationalsozialisten befreiten, wurde großen Teilen der Weltöffentlichkeit erst das wahre Ausmaß von Hitlers mörderischer Diktatur vor Augen geführt. Vor dem Internationalen Militärgerichtshof begannen die Nürnberger Prozesse, in denen die alliierten Nazi-Größen wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen den Frieden und gegen die Menschlichkeit anklagten. Einige von ihnen wurden verurteilt. Doch bei weitem nicht alle standen in Nürnberg vor Gericht. Die Nationalsozialisten, die diese grauenvollen Verbrechen begingen, verschwanden nicht einfach nach 1945. Das ist einfach nicht wahr. Die schreckliche Liste ihrer Verbrechen reichte von der Beaufsichtigung von Arbeitslagern bis zur Ermordung von Waisenkindern. Nach dem Krieg tauchten sie als Wissenschaftler oder als Geheimdienstagenten in Europa auf. Auch der 43-jährige General Reinhard Gehlen wog seine Lage sorgfältig ab. Reinhard Gehlen war ein Generalmajor der deutschen Wehrmacht. Er leitete die Aufklärungsabteilung der Wehrmacht, die Informationen über die Rote Armee sammelte. Die Geheimdienstunterlagen wurden sicher in den bayerischen Bergen versteckt. Am 22. Mai 1945 stellte sich Gehlen den amerikanischen Behörden, 15 Tage nach der Kapitulation Deutschlands. Boker hatte seit Monaten deutsche Offiziere verhört. Er erfuhr von ihnen, was in höheren Kreisen der amerikanischen Regierung schon länger bekannt war. Gehlen malte die sowjetische Gefahr für den Westen an die Wand. Und Captain Boker sah das ebenso. Gehlen hat meisterhaft mit unserer Angst vor der Sowjetunion gespielt. Er erzählte Boker genau das, was er hören wollte. Die Sowjets wären eine große Bedrohung, ihr Hunger nach neuem Land wäre unstillbar und er, Gehlen, der Experte für diese neue Bedrohung. 9 Tage später wurden Gehlen und seine Männer heimlich in die USA gebracht. Wenn das bekannt geworden wäre, wäre das eine politische Katastrophe gewesen. Man hätte ja zu Recht geglaubt, dass wir Nationalsozialisten aufgenommen hätten. Wir wollten sie damals hängen sehen und jetzt arbeiteten wir mit diesem deutschen General zusammen. Gehlen bestand darauf, niemals Mitglied der NSDAP gewesen zu sein. Doch er wusste genau, dass er als General für seine Taten in den Nürnberger Prozessen angeklagt werden konnte. Kaum in Fort Hunt in Virginia angekommen, erfand er sich für seine amerikanischen Kollegen neu. In Fort Hunt stellte er sich als einen reinen Spion dar, der in dieser Phase des Spiels ein eingefleischter Antikommunist ist. Ein überaus fähiger Spionageexperte, der nur für diese Sache arbeiten will. Dem Autor Christopher Simpson zufolge sammelte Gehlen jedoch nicht nur Informationen. Der frühere General war mitverantwortlich für die brutale Behandlung russischer Kriegsgefangener. Gehlen schickte seine Verhörexperten in die Lager. Diese unterbreiteten den Gefangenen ein Angebot, Leben oder Tod. Mit anderen Worten, wenn er mit uns kooperiert und uns die Informationen gibt, die wir brauchen, bekommt ihr etwas zu essen. Wenn nicht, lassen wir euch verhungern. 1945 beschloss man schließlich, mit Gehlen zusammenzuarbeiten. Da man dringend Spione brauchte, die zuverlässige Informationen über die Sowjetunion liefern konnten. Ich habe viele Experten von damals interviewt. Die meisten stimmen darin überein, dass man nicht wusste, was in Osteuropa und der Sowjetunion vorging. Genau deshalb beendeten die USA die Verfolgung von Nazi-Größen und fingen an, sie zu rekrutieren. Es gab Gegenspionageeinheiten, die nationalsozialistische Kriegsverbrecher jagten. Und es gab Einheiten derselben Organisation, die diese anheuerten, um gegen die Sowjetunion zu arbeiten. Als ich mich in Österreich bei meinem Unteroffizier meldete, hing an der Wand ein Schaubild. Folgende Mitglieder der NSDAP und ihrer Unterorganisationen sind sofort zu verhaften. Wenn man auf diese Leute traf, musste man sie also festnehmen. Ich fragte, was damit jetzt sei. Und er sagte, vergiss es, wir jagen jetzt Kommunisten. Im Sommer 1946 kehrte Gehlen nach Deutschland zurück.
Hitlers früherer General arbeitete nun für die USA. Er begann, Agenten zu rekrutieren, die Informationen über die Sowjets sammeln sollten. Fast alle Spione, die Gehlen anheuerte, waren ehemalige Nationalsozialisten. Einige waren bekannte Kriegsverbrecher und alle standen nun in den Diensten der USA. Gehlen wollte so schnell wie möglich einen großen Apparat aufbauen. Er wusste, dass sein Überleben davon abhing. Gehlens Spionageapparat war nun die wichtigste nachrichtendienstliche Quelle der Amerikaner in Deutschland. Doch konnte man einem ehemaligen General Nazi-Deutschlands vertrauen? Diese Frage stellten sich die amerikanischen Geheimdienste in den nächsten Jahren immer wieder. Inzwischen gingen die amerikanischen Behörden eine weitere geheime Allianz mit ehemaligen Nazis ein. Man wollte die wissenschaftlichen Forschungen der Deutschen nutzen. Daraus entstand dann Project Paperclip. Die Papiere dieser Leute waren undurchsichtig. Fand man keinen konkreten Hinweis, wurden sie aufgenommen. Man hat die Akten einfach frisiert und die blütenweißen Dossiers ins Außenministerium geschickt. So auch das Dossier von Arthur Rudolph. Später wurde er als Leiter des Saturn-5-Raketenprogramms, durch das der erste bemannte Mondflug ermöglicht wurde, berühmt. During World War II, Arthur Rudolph was the operations director. Arthur Rudolph war Betriebsdirektor der V2-Produktionsanlage Mittelwerk in den Stollen des Kohnstein. He was responsible for overseeing the production of the... Für den Bau der Raketen setzte er Häftlinge aus dem KZ Mittelbau Dora ein. Using concentration camp inmates. Die KZ-Häftlinge mussten unter unmenschlichen Bedingungen die Raketenproduktion vorantreiben. Es gab keine ausreichende Belüftung. Die Luft war durch die Arbeiten immer voller Staub. Hier starben viele Häftlinge wegen der unmenschlichen Bedingungen in den Stollen und wegen der Misshandlungen durch das Zivilpersonal und die Wachmannschaften der SS. By civilian personnel and by the SS guards. Die amerikanische Regierung unterhielt Ende 1946 zwei geheime Programme, für die hauptsächlich ehemalige Nazis rekrutiert worden waren. Für Project Paperclip arbeiteten deutsche Wissenschaftler in verschiedenen US-Militärbasen. Zur selben Zeit sammelte das Spionagenetz des ehemaligen Generals Reinhard Gehl in Osteuropa Informationen über die Sowjetunion. Seine Organisation beschäftigte bereits Hunderte von Agenten. Viele waren ehemalige Nationalsozialisten oder Männer und Frauen, die im Dritten Reich mit ihnen arbeiteten. Das Pentagon finanzierte diese Organisation mit einer 500.000 Dollar jährlich. Gehl wurde kaum kontrolliert. Die US Army ließ diese Organisation von zwei Leuten überwachen. Das war's. Bei Gehlen standen, wie auch bei Project Paperclip, Kriegsverbrecher auf der Gehaltsliste. Er hatte versichert, dass er keine Kriegsverbrecher in seiner Organisation beschäftigen würde. Doch die Altlasten aus der Vergangenheit tauchten bei Gehlen wieder auf. Die US Army war nicht daran interessiert, allzu viel über die Rekrutierungspraktiken ihres Spionagenetzwerks zu erfahren. Die US Army fragte ihn, ob er Kriegsverbrecher beschäftigte. Und er sagte nein. Beide Seiten zogen ihren Nutzen aus dieser Ignoranz. Gehlen beschäftigte außerdem Klaus Barbie, einen der grausamsten Kriegsverbrecher. Er war Gestapo-Chef und bekannt als der Schlechter von Lyon. Michel Thomas, ein Mitglied der Résistance, wusste um Barbies Kriegsverbrechen. So auch von Barbies mörderischem Vorgehen gegen eine Gruppe jüdischer Kinder in einem Waisenhaus in der Nähe von Lyon. Barbie ließ das Haus stürmen, nahm alle Kinder mit und verhaftete alle Beteiligten. Er ließ sie alle nach Auschwitz deportieren, in den sicheren Tod. Genau so war er.
to death. Typical. Typical. Nach Kriegsende tarnte sich Barbie als Geheimdienstexperte in Sachen Sowjetunion. Mit Hilfe der amerikanischen Behörden wurde Barbie nach Bolivien gebracht. Dort lebte er die nächsten 30 Jahre. Verbrecher wie Barbie schienen im Kalten Krieg von großem geheimdienstlichem Wert zu sein. In den späten 90er Jahren wurden von den USA jedoch Dokumente freigegeben, die Zweifel an der Richtigkeit der Informationen von Gehlens Spionagenetzwerk aufkommen ließen. Sie haben die Gefahr, die für Sie von Stalin in Russland ausging, aufgebauscht. Warum haben Sie sich nicht einfach an die Fakten gehalten? Die waren schließlich schlimm genug. Sie haben aber behauptet, dass Stalin seine Streitkräfte in Ostdeutschland mobilisieren will und die Absicht hat, Westeuropa anzugreifen. Warum? Wofür hätte man Gehlen gebraucht, wenn man die Sowjets nicht hätte angreifen wollen? Die Informationen waren wahrscheinlich falsch. Sie sorgten jedoch dafür, dass sich die amerikanischen Geheimdienste weiterhin auf die sowjetische Bedrohung konzentrierten. Ende der 40er Jahre hatte der ehemalige General Reinhard Gehlen durch seine Spionagearbeit kaum hinterfragten Einfluss auf die amerikanischen Nachrichtendienste. Das sollte sich jedoch ändern. Die CIA hatte Angst, den Einfluss auf Gehlens Organisation zu verlieren. Sie glaubte, dass es absolut notwendig wäre, dieses selbst erschaffene Monster zu kontrollieren und die Organisation zu unterwandern. Die CIA stellte fest, dass diese Organisation so groß geworden war, dass sie nun eine Bedrohung für die Demokratie in Westdeutschland darstellte. Die Sowjets wollten geheime Informationen erhalten, indem sie die Kriegsverbrecher, die Gehlen rekrutiert hatte, erpressten und dann für sich arbeiten ließen. Die Sowjets erpressten die Mitarbeiter von Gehlen mit deren Vergangenheit. Sie sagten, wir wissen, was du im Zweiten Weltkrieg getan hast. Wenn du nicht für uns arbeitest, machen wir das publik. Und so wurden einige von Gehlens Spionen zu Doppelagenten, die sowohl die USA als auch die NATO für die Sowjets ausspionierten. Der berüchtigste unter ihnen war Heinz Fesse. Durch ihn wurden hunderte von Agenten enttarnt. Heinz Fesse war während des Zweiten Weltkriegs Mitglied der SS. Er arbeitete sich in der Organisation Gehlen nach oben und wurde der Leiter der Gegenspionage Sowjetunion. Und er war ein sowjetischer Maulwurf. Das heißt, dass jede Aktion von Gehlen in der sowjetischen Besatzungszone durch sein Tun von der Sowjetunion unterwandert wurde. Einige Mitglieder der CIA wollten nie mit Gehlen zusammenarbeiten. Für sie war Gehlen immer ein Fehler. Trotz aller Kritik war Gehlen in einem Punkt sehr erfolgreich. Durch seine Anstrengungen gelang es der Bundesrepublik Deutschland, ihren eigenen Geheimdienst aufzubauen. 1956 wird die Organisation Gehlen zum offiziellen westdeutschen Geheimdienst, dem Bundesnachrichtendienst. Einige behaupten, dass Gehlen von Anfang an auf dieses Ziel hingearbeitet hätte. Er hat das erreicht, was er erreichen wollte. Er wurde zu einer wichtigen Figur in der deutschen Geschichte. Letztendlich, denke ich, hat Gehlen gewonnen.